Zum ersten Mal fand in München an der Motorworld der erste internationale Classics for Charity Preservation Konkurs statt, an dem nur original erhaltene und unrestaurierte Fahrzeuge teilnehmen konnten. 25 Fahrzeuge wurden zu diesem ersten Wettbewerb zugelassen. Der Preservation Konkurs unterstützt einen Trend, der sich zunehmend in der Oldtimer-Szene durchsetzt. Waren früher komplett restaurierte Fahrzeuge erstrebenswert, wird heute mehr und mehr auf Originalität und gepflegte Patina geachtet. Jedes der 25 teilnehmenden Fahrzeuge erzählte mit seinen Spuren eine eigene Lebensgeschichte. Der englische Begriff Preservation definiert das Augenmerk dieses Konkurs, denn es geht vor allem um den Erhaltungszustand der Fahrzeuge. Sind die Fahrzeuge noch im weitestgehend originalen Zustand, entsprechen Karosserie, Chassis, Motor und Getriebe und jegliche technische Anbauteile dem ursprünglichen Auslieferungszustand, lauten die Kriterien. In welchem Zustand befindet sich der Lack, die Karosserie und das Interieur des Fahrzeugs? Und wie weit wurden Reparaturen oder Veränderungen vorgenommen? All diese Aspekte fließen in die finale Bewertung des Fahrzeugs ein. Doch auch das Alter und die dokumentierte Historie des Fahrzeugs sind relevant. Ein Fahrzeug, das eine besonders interessante Historie und auch Spuren dieser Historie trägt, wird am Ende höher bewertet. Ein sehr schönes Beispiel für eine solche lebendige Historie war zum Beispiel der DMC DeLorean Prototyp, dessen Besitzer sogar handschriftliche Korrespondenzen zwischen DeLorean und Renault besitzt, in denen eine eventuelle Kooperation im Hinblick auf die Motorenkonstruktion erwägt wird. Aber auch der Borgward Isabella TS Deluxe mit einer weitreichenden Fotodokumentation aus dem Familienbesitz, Kratzspuren an den Seitenfenstern vom Hund des Großvaters oder Hitzespuren an den Radkappen durch die heiß gelaufenen Bremsen bei den Ausflügen in den Schwarzwald. Sieger in der Klasse der Historie wurde der DMC DeLorean. Der Borgward Isabella TS Deluxe erhielt die Auszeichnung Best Preserve, da er 100%ig unrestauriert ist und sich in einem herausstechend guten Zustand befindet. Die teilnehmenden Fahrzeuge wurden in 5 Klassen aufgeteilt. Der AVD Choice Award in der Klasse Vorkriegsfahrzeuge ging an den Besitzer des NSU Fiat Balilla 508 mit Gläserkarosserie. In der Klasse Brot und Butter und Volksfahrzeuge der 50er bis 70er Jahre stach der Barkas B1000 hervor und erhielt somit den Klassensieg. Das Fahrzeug wurde vor einigen Jahren in einem Lager mit 0 Kilometern auf dem Tacho gefunden. Der jetzige Besitzer reaktivierte die Technik und brachte das Fahrzeug zum Laufen. Der Barkas besticht durch seinen originalen Zustand, denn trotz der langen Standzeit sind keine schweren Schäden entstanden. Doch gerade in dieser Klasse wurde es für die Jury sehr schwer, den Klassensieger zu finden. Denn in diesem Feld waren auch weitere echte unrestaurierte und originale Raritäten, wie zum Beispiel der leuchtend orange-rote Volkswagen 412 LS oder das Gokomobil Furgonetta 350 FM aus Portugal. Dieses in Deutschland extrem seltene Gokomobilmodell erhielt daher den Jury Special Award, da es in seinem sehr patinierten Zustand gut gepflegt und technisch perfekt erhalten wird. Der Allianz Choice Award ging an den sehr seltenen, unrestaurierten Riley Pathfinder. Auch an diesem Fahrzeug konnte deutlich demonstriert werden, wie schön konservierte Patina an einem Fahrzeug wirkt. Aus dem Familienbesitz seit 1954 ist auch der Class R200 Roller. Der Großvater des heutigen Besitzers montierte noch einen Beiwagen der Firma Royal an den Roller. Der Roller bestach durch seine sehr schöne Patina und den perfekten Zustand. Da erhielt er den Klassensieg in der Klasse Motorräder. Ein Fahrzeug begeisterte die Jury besonders. Fast werksneu präsentierte sich das Audi 100 Coupé S Baujahr 1972. Die Jury belohnte den Zustand des Fahrzeugs mit dem Preis der Klasse Limousinen und Coupés des 60er und 70er Jahre. Best of Show wurde der Klassensieger der Klasse Sportscars, der Ferrari 308 GTS Quattro Valve. 28 Jahre im Eigenbesitz hat der Supersportler über 300.000 Kilometer auf dem Tacho. Der Besitzer fuhr bereits 220.000 Kilometer in den 28 Jahren, in dem das Fahrzeug in seinem Besitz ist. Und das Fahrzeug ist noch immer in einem einwandfrei erhaltenen Zustand. Der internationale Classics for Charity Preservation Konkurs wird im Frühjahr 2017 zum zweiten Mal stattfinden.